Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22 Deichhof Abendfrieden. Die Map vom Kalle hier rechts, seht ihr es, da steht's auch. Deichhof Abendfrieden. So, ich bin wieder zurück mit meinem Fendt und ihr dürft einmal raten, was ich hier dran habe. Ist klar, nee. Augenblick. So, Motor aus, mal kurz aussteigen. Ja, da ist es, das gute Stück von Kuhn, der Primor 15070M oder 15070, wie auch immer, ist egal. Auf jeden Fall ist das hier unser Einstreuer. Mit dem werden wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Stroh zu unseren Kühen bringen. Ist das denn nicht schön? Wunderbar, der Fendt-Favorit 920 und hier der Einstreuer von Kuhn. So, lassen wir den hier stehen. Ich weiß nicht, haben wir da jetzt ein kleines Problem? Nee, da kommen wir raus, da hinten kommen wir raus. Hervorragend, das wird schon klappen. So, wir spurten aber erstmal in der Zwischenzeit rüber zu unserem Lintrack. Zum Lintrack, den habe ich nämlich hier schon mal bereitgestellt. Jetzt müssen wir nämlich unser weiteres Grasfeld hier noch entkalken. Ja, da müssen wir ein bisschen was tun, denn hinten mal aufmachen, denn wir sehen, es ist ganz, ganz schlecht im roten Bereich und das kostet uns natürlich Ertrag. Das wollen wir natürlich verhindern und deswegen müssen wir hier ein bisschen was tun und wir sehen auch links in der Karte, es wird jetzt richtig schön grün. Vor war es ziemlich gelb und jetzt wird es grün, wobei dieses Gelb, dieses Grün-Gelb, das erinnert mich doch so ein bisschen an den LS25, ist so ein bisschen die Farbe, die da dominiert. Okay, bald ist es soweit. Bald kommt der LS25. Nur noch, ja, wenige Tage, dann ist es soweit. Am 12. November werden viele, viele, viele von euch mit Sicherheit entweder digital oder die DVD einwerfen. Je nachdem, was für Geräte ihr habt und was ihr vorbestellt habt. Und dann wird fleißig installiert und mit Sicherheit mit Spannung geschaut, was denn nun alles wirklich, wie funktioniert, wie es aussieht und wie das Gameplay ist und die vielen, vielen anderen Dinge, die eben angekündigt wurden von Giants. Wir werden noch sehen, die nächsten zwei Wochen kommt mit Sicherheit noch was. Auch heute, als ich diese Folge aufgenommen habe, kam ja wieder ein Trailer mit den ganzen wichtigen Geschichten. Wie viele verschiedene Maschinen, wie viele verschiedene Marken, wie viele verschiedene Tiere, wie viele verschiedene Fruchtsorten bzw. Feldfrüchte es jetzt im LS25 gibt und so weiter und so fort. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, Hagel und Tornado, also Umwelteinflüsse, die ebenfalls die Ernte ja jetzt auch ein bisschen beeinflussen können. Aber nur wenn man das möchte, kann man ja ein- bzw. ausschalten. Es soll sogar eine Version geben, wo man die Tornados zwar sieht, aber sie nichts kaputt machen. Naja, okay, sei es drum. Ich darf oder wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, letztendlich, wie sich die ganze Sache darstellt und vor allen Dingen, was wir noch die nächsten Tage von Giants zu hören und zu sehen bekommen in Form von Blog-Einträgen, in Form von Bildern oder Videos. Und natürlich die Kollegen werden mit Sicherheit auch nicht müde, darüber dann zu berichten. Jo, so, wir sind wie gesagt hier kräftig am Kalken, 56%. Und ich bin der Meinung, wir könnten hier auf jeden Fall mal den Helfer losschicken. Dann fahren wir hier einmal rum, denn ich bin auch in der Zwischenzeit am Düngen. Ich bringe Gülle aus. So, lassen wir hier noch ein bisschen arbeiten. Wo ist er denn, der Klaas? Der ist natürlich jetzt auch leer. Und guckt euch das mal an, ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Also wenn man den mit dem Helfer losschickt, dann irgendwas stimmt nicht mit der Ausbringbreite. Aber okay, es ist Gülle und insofern nicht schlimm, denn wir werden das Ganze ja natürlich dann mit, Kunstdünger noch ein bisschen nachbearbeiten, denn wir schauen mal ganz kurz drauf. So, hier haben wir nämlich 70 von 100, 65 von 100, 50 von 80. Also es hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen, so dass wir auf knapp 5% dran sind. Aber wir können mit Sicherheit mit dem Düngestreuer nochmal drüber gehen und gucken, dass wir hier ein bisschen mehr
hinbekommen. Apropos ein bisschen mehr. Ich habe jetzt dann noch eine Bahn bin ich noch gefahren. Ich habe noch eine Bahn Hafer ausgesät, denn wir brauchen mit Sicherheit, glaube ich, mehr Soja als Hafer. Und deswegen habe ich mir den Rest aufgehoben. Und wie gesagt, wir dürfen gespannt sein im nächsten Monat, wer oder was alles denn hier auf dieser Map noch Mais aussät. Oder wenn überhaupt nichts Passendes ist, dann müssen wir selber ran und werden, denke ich, die Maschinen dafür erstmal mieten bzw. ausleihen. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir weiter. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Gärreste hier reinkriegen. Ich bin mir gar nicht sicher, haben wir denn noch Gärreste? So, die BGA läuft. Wie sieht's aus? Mist. Gärreste 8000. Nee, dann denke ich, dann holen wir jetzt noch Gülle. Da müssten wir um die 17.500 haben. Also knapp einen Wagen voll. So, und Gülle gibt's ja hier. Fräulein Kirsch. So, wir können schon mit der Befüllung starten. Wunderschön, Wunderbärchen. Und raus mit dem Material. Und das Fass ist auch schon fast voll. So, wir brauchen ja den Lindtrag, damit wir dann hier unseren Futtermischer rauskriegen. Denn sonst können wir hier nicht einstreuen. Das wird wieder eine spannende Geschichte. Ja, wir können die Ballen auch einfach nur so reinlegen in den Stall. Aber ich habe mal gedacht, hier machen wir uns mal das Leben ein kleines bisschen schwerer. Nutzen wir doch mal das Thema Strohballen und werden die dann richtig auflösen, so wie es eigentlich gehört. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo müssen wir denn wieder rein? Wo müssen wir rein in die Spur? Hier, okay. So, dann werden wir aber erstmal hier nochmal eine Vorgewende fahren. Das macht Sinn. Ja, wie gesagt, schon interessant, dass der hier so viel Platz lässt. Ich weiß jetzt gar nicht, liegt das jetzt an dem Mod? Ist das ein Mod oder gehört das zum Standardpaket? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube, das ist ein Mod. So, dann einmal hier um die Kurve. Ja, und dann sind wir sowieso durch, denn viel mehr Material haben wir, glaube ich, gar nicht. Ja, noch 8000 Gärreste, aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Aber bevor wir es vergammeln lassen. Ja, ich bin eher ein Freund vom Ausbringen als vom Verkaufen. So. Okay, lassen wir es erstmal soweit gut sein. Dann bringen wir den erstmal wieder in die Spur, dann kontrollieren wir die Sache mit dem Kalk, machen da oben fertig und dann werden wir noch ein bisschen Ballen, ein bisschen Einstreu machen mit unserem neuen Einstreuer. Und dazu werden wir uns dann den Klaas schnappen, unseren Frontlader. So, wunderbar und ab die Post. Jo, so, was macht der Lindtrag? Ah, das dachte ich mir. Auch da werden wir noch ein bisschen Hand anlegen müssen, aber wir haben ja auch noch genügend Kalk hier im Streuer. Und raus das Material. So, dann wird ja die nächste Grasernte mit Sicherheit auch wieder etwas besser. Jo. So, da drüben, ja, da ist unsere Fabrik für Textilien, für Mais, Popcorn und Sonnenblumenöl. Ja, schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr noch hinkriegen. Aber ich glaube, wir müssen doch ein bisschen aufpassen. Ich will zwar wieder ein bisschen viel, ich weiß, aber wir müssen uns manchmal auch ein kleines bisschen zurückhalten, damit wir das noch gewuppt kriegen. Ruckzuck übernehmen wir uns. So. Ich überlege, ob wir dann später mit Flüssigdünger arbeiten. Das wäre auch eine Option. Aber ich glaube, Flüssigdünger kriege ich hier nicht gekauft. An unserer neuen Einkaufsstation. Ich liebe sie. Sie ist günstig in der Anschaffung und auch günstig im Unterhalt. Und sie hilft uns, vor allen Dingen Wege einzusparen. So, Bingo. Komm. Ja, da lässt sich da immer viel Zeit. Dann fahren wir mal wieder rein und holen den Futtermischer. Aber ich denke, da können wir noch ein bisschen Material den Kühen geben. So. Ah,
Hat sich der Klaas schon gemeldet? Mit der Gülle? Nee, noch nicht, ne? So, und ran. Hervorragend. Zack. Kriegen wir den Futtermischer leer? Nein. Okay. Dann fahren wir aber gleich mal hier drunter. Dann können wir da gleich nachfüllen. Das kann ja nicht schaden. Es ist immer gut, wenn man einen gefüllten Futtermischer hat. So. So, dann schauen wir mal. Achso, ich glaube, da haben wir gar kein Stroh drin. Haben wir da Stroh drin? Nee, da haben wir gar kein Stroh drin. Also einmal erstmal hier rumfahren. Ja, ich will da immer sicher gehen. Wir machen erst Stroh rein. So circa 2.000-3.000. Okay, das heißt... Strohpellets? Nein. Ah, das mit den Strohpellets. Ja, das könnte auch interessant werden. Bingo. Stopp mal. Wir haben Heu da drin. Da gehen wir knapp auf 12. Bingo. Ach so, haben wir nicht noch auch... ich bin jetzt vorsichtig, wenn wir hier wieder der Mineralfutter. Nee, da bin ich vorsichtig. Das haben wir schon mal gemacht. Da war ruckzuck das Ding. Ah, jetzt ist der Tank leer. Jetzt sehen wir es rechts oben. Da war nämlich ruckzuck zu viel drin. Da muss man das Ganze wieder auskippen. So. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, höre ich Wasser fließen. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. So, Silage haben wir jede Menge. So viel, dass wir es auch in die BGA kippen können. Okay. Dann lassen wir es erstmal gut sein. Und jetzt müssen wir schauen. Angeblich gehen da 2 Ballen rein. Wie viel brauchen denn unsere Kühe? Ich glaube gar nicht so viel. Stroh, 7.500. Na, gehen wir safe erstmal mit einem Ballen. Jupp. Erstmal nur ein Ballen. Ein Ping, Vasili. So. Bingo, los geht's. Also den Kauf habe ich noch nicht bereut. Den haben wir ja auch günstig ersteigert. Günstig bin ich billig dran gekommen. Aber den habe ich noch nicht bereut. Aber wir werden ja mal schauen, ob wir zukünftig auch weiter mit Ballen arbeiten. Ich glaube fast nicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten da reinkriegen. Man kann ja hinten irgendwie eine Klappe aufmachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen. Oh, kommt der da hoch genug? Eieieiei, der kommt da, glaube ich, gar nicht hoch genug. So. Ah, und jetzt? Haha! Oh Mann. Ups, nee, mein Freund. Nee. Oh, das geht überhaupt nicht. Da muss man das, glaube ich, so machen. Warte. So, jetzt fall rein. Ja, hervorragend. So klappt's. Sehr schön. Und wieder mal vergessen, den Motor auszuschalten. Ja, ist ein bisschen Gefriemel, aber... Darauf hatte ich jetzt ein bisschen Lust. So, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Okay, wir können da irgendwie das Rohr hoch, runter. Nee, was ist das? Ach, das ist die Klappe hinten. Okay. Also hoch, runter. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, wir fahren mal rein und die Frage wird sein, kommen wir da überhaupt rein? Nee, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite kommen. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Wie immer einmal hier um den Hof rum. Kalle sei Dank. Und da wollte er das Stroh, glaube ich, gerade ins Fermentersilo ablassen. Also die Option hätten wir auch gehabt. Auf jeden Fall können wir jetzt Ballen auflösen. Klar. Ist klar, nee. Ist klar, nee. So, jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen verfahren. Und die Frage ist, komme ich denn von hier überhaupt rein?
Ich tue mich, glaube ich, ein bisschen schwer. Kommen wir mit dem überhaupt so rein? Der ist schon groß, ne? Ja, hervorragend. Es geht. Aber ich glaube, mit dem Lindtrag wäre besser. So, jetzt müsste doch hoffentlich irgendwann hier... Oder wie läuft das? Motor. Aha. Hier abladen. Ah, gucke mal an. Guck einmal an. Und 17. 17, okay. War es das? Ah, ist ja witzig. Ist ja witzig. Ja, aber der macht irgendwas anderes. Nee, 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 da packt es nicht rein für die Kühe. Da schmeißt es tatsächlich nur hin, gell? 17,237. Nee, nee. Okay, abladen, beenden. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich denke, der hätte hier anzeigen müssen, abladen. Also entladen. Okay. Funktioniert das nicht? Das ist aber ärgerlich. Das ist jetzt aber ein bisschen ärgerlich. Warte mal. Ne, da müsste das anzeigen, so wie hier. Hier hat er das nämlich auch angezeigt. Ah, da wollte er das aber dann auch in den Silo King, glaube ich, da reinwerfen. Ja, ja, da hätte er es in den Silo King geworfen. Okay. Augenblick, wir versuchen es mal andersherum. Kann es vielleicht sein, dass er das in die andere Richtung werfen will? Weil drehen können wir das, glaube ich, nicht, ne? So, da nochmal reinfahren. Also ich will es auf jeden Fall wissen. Willi will es wissen. Wäre ja schade um die Investition. So, ich glaube, die Ballen haben wir auch weiter vorne reingeworfen. Also wenn, müsste es eigentlich jetzt mal kommen. Okay, oder müssen wir da noch irgendwas machen? Motor stoppen, hupen, Fahrtrichtung wechseln, Tempomat hier abladen? Nee, der müsste eigentlich sofort irgendwas hier zeigen. Nee, und das tut er nicht. Also wir können tatsächlich irgendwie das Stroh hier nicht einwerfen. 17,237 bin ich der Meinung, weil das andere ist abladen und das ist nicht Stroh einwerfen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann scheint es hier überhaupt nicht an dem Hof zu gehen. Hm. Nee, da kann ich, glaube ich, noch lange hin und her fahren. Also, da dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon versucht habt und das nicht geklappt hat. Weil das andere ist hier abladen und er hat es einfach nur dahin geschmissen. Ne? Also, das ist nicht... Ja, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mit dem Stroh, wie wir das wieder rauskriegen. Keine Ahnung. Heidenei. Nee. Also der müsste eigentlich anzeigen und dann müsste es losgehen und das tut's nicht. Das ist schade, das ist schade. Ja, dann haben wir im Zweifel halt 8000 Euro für nichts ausgegeben. So, wir können mal schauen, ob er den jetzt in den Anhänger... Ups, das ist zu viel. Nee, das macht er auch nicht. In den Anhänger auflösen tut er auch nicht. In Silo... auch nicht. Also ich bin ein bisschen arg irritiert, als im Moment hat er es praktisch nur in den Silo King aufgelöst. Nee. So. Und das hier bringt doch gar nichts, oder? Nö. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Tja.
Wir probieren es nochmal im Stall einmal. Aber wie gesagt, ich habe das böse, böse Gefühl, dass wir das nicht hinbekommen. So, also mit dem Fendt ist es natürlich hier ein bisschen heikel, die Rangiererei. Also da bräuchte ich mir definitiv den Lindtrack. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Wenn wir das jetzt nach unten richten. Ne, also wir haben das jetzt ganz nach unten gerichtet. Ob das dann vielleicht funktioniert? Nee. Nö, nö. Das ist schade. Keine Chance. Das ist sehr schade. Tja, dann würde ich sagen, mit dieser Erkenntnis des Tages lassen wir es gut sein für heute. Denn somit haben wir uns leider wieder mal ein kleines Ei gelegt mit dem Einstreuer. Ich hatte eigentlich so die Hoffnung, dass es geht. Also es wird mit Sicherheit gehen, aber anscheinend nicht in diesem Stall. Aber wir behalten ihn mal hier, denn er kostet uns nicht so viel Geld. Und mir fällt ein, wir haben ja noch die Schweinchen. Vielleicht kann es sein, dass er dann beim Schweinestall funktioniert. Wir werden es sehen, wir werden es probieren. Wir lassen uns hier einfach mal ein kleines bisschen überraschen und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein. Hier wieder mal vom Deichhof Abendfreden, der Map vom Kalle. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich denke, wir sehen uns in einem der nächsten Streams doch hoffentlich vielleicht auch wieder, wenn es heißt Late Night Farming bei mir auf dem Kanal. Lasst euch überraschen, schaut in die Beschreibung bzw. guckt immer mal nach, wann wir hier wieder streamen hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.